Jetzt kommt das Gegenstück zum letzten Vers. Wo das letzte Vers war ja, wenn durch das Zusammensein mit anderen unsere Geistesgifte zunehmen, dann lösen wir uns aus diesem Freundeskreis. Und Nummer 6 ist jetzt, wenn die Unterstützung, die wir durch andere erfahren, bewirkt, dass unsere Fehler abnehmen und die Qualitäten anwachsen wie der zunehmende Mond, dann werden wir solche wahren spirituellen Freunde höher schätzen als den eigenen Körper. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Das wäre dann die Sangha, von der du sprichst, echte Sangha. Das ist die Gemeinschaft, das sind die Freundschaften, in denen wir wachsen, in denen wir uns entwickeln. Ich sehe jetzt in diesem Vers eigentlich gar nichts zu erklären. Höher schätzen als den eigenen Körper bedeutet, sie für so wichtig halten, mehr noch als unseren eigenen Körper. Ne? Also das ist schon ziemlich stark. Es ist unglaublich kostbar. Ein guter Freund, eine gute Freundin im Leben ist unglaublich kostbar. Schwer was zu finden, was kostbarer sein könnte als das. Das war ein leichter Vers. Wen können die Götter dieser Welt schon schützen, sind sie doch selbst Gefangene des Daseinskreislaufes. Wer Schutz sucht, nimmt deshalb Zuflucht zu den untrüglichen Juwelen. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Jetzt verlassen wir den Bereich der vorbereitenden Übungen. Das ist jetzt der Vers 7. Da geht es um die Zuflucht. Alles andere waren Kontemplationen darüber, in welche Richtung es geht. Und jetzt wird die Ausrichtung klar. Buddha, Dharma, Sangha, wisst ihr, das sind die drei Juwelen. Und die Götter dieser Welt wurden hier angesprochen, weil in Tibet, aber auch in Indien, so wie bei uns früher, bis vor ein, zwei Jahrhunderten, der Glauben an die Naturgeister und die verschiedenen Götter sehr verbreitet war. Das ist eine Form der Anbetung auch mit Opfergaben, die im Grunde genommen auf dem Bedürfnis beruht, nach ein bisschen Schutz, ein bisschen Unterstützung zu kriegen im Leben, um besser dazustehen. Und die buddhistische Kontemplation zu dem Thema ist, können denn diese Naturgötter, diese auch vielleicht Lichtwesen, mit denen wir da Kontakt haben oder auf die wir uns beziehen, können die uns wirklich schützen? Sind sie denn echt erwacht? Sind sie vollkommen erwacht oder sind sie nicht vielleicht selbst noch gefangen, zumindest teilweise in Emotionen und mangelndem Gewahrsein? Wer immer selber noch gefangen ist in emotionaler Verstrickung und mangelndem Gewahrsein, kann keine wahre Zuflucht sein. In dem Sinne, dass wir durch solche, die noch nicht selber befreit sind, nie den Weg gezeigt bekommen werden, durch wie man aus Samsara herausfindet, also aus dieser grundlegenden dualistischen Aufspaltung in Subjekt und Objekt. Wer uns eine verlässliche Zuflucht ist, muss selber frei sein. Das ist eine Grundbedingung. Und damit ist hier gemeint, dass die Praktizierenden, die mit diesem Vers praktizieren und sich den zu Herzen nehmen, dass, also in dem Fall jetzt wir, dass wir uns überlegen, wo ist eigentliche Sicherheit zu finden? Es geht nicht um Außen, es geht um Sicherheit, Zuflucht, Befreiung im eigenen Geist. Wo ist das zu finden? In der Ausrichtung auf andere, egal wie
kraftvoll die sein mögen, ist immer noch eine Abhängigkeit. Ist immer noch ein Abhängigsein vom Schutz anderer. Die wahre Zuflucht ist innerlich zu finden. Ist letzten Endes die Natur unseres eigenen Geistes. Das ist der Buddha in uns. Der Buddha in uns ist die eigentliche Zuflucht. Der Buddha außerhalb zeigt uns den Weg zum Buddha innerhalb. Der Dharma der Worte zeigt uns den Zugang zum Dharma der Verwirklichung. Die äußere Sangha zeigt uns den Weg zur inneren Sangha, das heißt zu unserer Fähigkeit zu lieben und mitfühlend in der Welt zu sein, weises Mitgefühl zu leben. Dann werden wir selber zur Sangha. Diese drei inneren Juwelen, die sind untrüglich, während die äußeren Juwelen insofern trüglich sind, als wir in Projektionen über sie gefangen sein mögen. Wir sind in Vorstellungen über Buddha. Wir hören die Dharma-Worte und nehmen sie durch den Filter unseres Intellekts auf. Und da schleichen sich Fehler ein. Der Buddha hat offenbar mehrfach gesagt, dass Worte trügerisch sind. Dass der Dharma der Worte so ist wie ein Floß, das man hinter sich lässt, wenn man das andere Ufer erreicht hat. Wenn man sich ein Floß baut, das ist das Floß der Worte, das uns über den Strom des Leidens trägt. Wenn wir am anderen Ufer angekommen sind, am Ufer der Befreiung, dann nehmen wir nicht das schwere Floß und packen es uns auf den Rücken, sondern dann sprudelt der Dharma so aus uns. Wir sind nicht gebunden an die Worte, die uns geholfen haben, sondern der Dharma wirkt in uns weiter. Das aus dem Dharma der Verwirklichung heraus formuliert sich immer wieder neu der Dharma der Worte entsprechend der jeweiligen Situation. Vers 8. All die Leiden der niederen Daseinsbereiche, die so schwer zu ertragen sind, sind die Folgen schädlichen Handelns, lehrte der Mächtige, der Muni. Aus diesem Grund, niemals schädliche Handlungen zu begehen, selbst um den Preis des eigenen Lebens, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Die niederen Daseinsbereiche, ich weiß nicht, ob es allen so vertraut ist, das war zu Lebzeiten des Buddhas in der indischen Kosmologie, in der Einteilung der Welt, gab es drei niedere und drei höhere Daseinsbereiche. Das ist gar nicht buddhistisch, das ist vorbuddhistisch. Das war hinduistisches Gedankengut vor der Zeit des Buddhas schon. Dann nennt man die Höllenbereiche, den Bereich der Hungergeister und den Bereich der Tiere als die drei Daseinsbereiche, in denen ganz viel Leid erfahren wird. Dann gibt es den Menschenbereich, den Bereich der Halbgötter, den Bereich der Götter, die drei glücklicheren Daseinsbereiche, in denen deutlich weniger Leid erfahren wird. Bei den Menschen ist so ausgeglichen. Ein gerütteltes Maß an Leid, aber auch recht viel Freude und Glück. Also so, das hält sich so einigermaßen die Waage. Und die Leiden der niederen Daseinsbereiche, heißt es, sind die Folge schädlicher Handlungen. Auch da eine kurze Erklärung, wenn in buddhistischen Texten von Handeln die Rede ist, sollten wir den Reflex haben, sofort zu denken, Handeln mit Körper, Rede und Geist. Wobei dem Handeln mit dem Geist, also dem Denken und Fühlen, den Gefühlen, der größte Stellenwert, der höchste Stellenwert zukommt. Das Denken bestimmt dann das Handeln mit der Rede, das Sprechen, und bestimmt natürlich auch das Handeln mit dem Körper. Also wenn hier von die Leiden der so und so Daseinsbereiche sind die Folge von Handeln, dann sollten wir uns innerlich übersetzen,
an erster Stelle vom Denken, die Art, wie wir die Welt sehen, welche Emotionen uns bewegen. Das ist, wo die eigentlichen karmischen Kräfte herkommen. Wenn ich also an Mangelgefühlen leide, wie zum Beispiel die Hungergeister, dann kann ich mich fragen, ob ich nicht zuvor, früher in diesem Leben und in früheren Leben, stark ein Gefühl des Habenwollens entwickelt habe, immer mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Und das führt dazu, dass dieses Muster, nie genug zu haben, im Mangel zu sein, dass sich das ganz tief einprägt und existenzbestimmend wird. Oder wenn ich Angst vor anderen immer stärker genährt habe mit einem aggressiven Schutzmechanismus, dann führt das dazu, dass ich die Welt als potenziell bedrohlich wahrnehme, und zwar die ganze Zeit, und es schwer habe, in ein Vertrauen zu finden. Und das kann sich verselbstständigen in einer Spirale von Angst und Aggressivität, Paranoia und Aggressivität. Das nennt man zum Beispiel dann die Höllenbereiche. Diese sich verselbstständigen Teufelskreise emotionalen Erlebens, die prägen dann ganze Daseinsbereiche. Wobei die Auflistung von 6 Daseinsbereichen wirklich nur ganz grob ist. Die eigentliche buddhistische Lehre sagt, es gibt so viele Welten, wie es Geistesströme gibt. Es gibt so viele Welten hier in diesem Raum, wie wir Personen in diesem Raum sind. Und wir tragen alle die Erfahrungen aller 6 Daseinsbereiche in uns. Wir haben Ahnungen, Erlebnisse in uns, die enden den Göttern. Wir sind auch schon durch die Höllen gegangen. Wir haben Hungergeist-Aspekte in uns. Wir haben tierische Elemente. Wir haben die menschliche Mischung, ist ja klar, aber auch die streitbaren Halbgötter. Eigentlich schon sehr gut zu Weg, aber immer noch nicht zufrieden, immer unzufrieden. Dieses Rivalisierende haben wir auch in uns. Und wenn man sich das mal übersetzt, dann haben wir, ein jeder, die wir hier im Raum sitzen, haben wir einen ausreichenden Erfahrungsschatz, um mit jedem anderen hier im Raum eine gewisse Schnittmenge zu haben. Wir können einander verstehen, weil wir ein bisschen etwas in uns tragen, von was dem Erleben des der anderen Person ähnelt. Nicht deckungsgleich, wir können andere nicht voll und ganz verstehen, aber wir haben in uns ausreichend von den anderen Daseinsbereichen, um uns weitgehend einfühlen zu können, wenn wir es wollen. Also wir tragen jeder ein bisschen was von der Welt der anderen in uns, aufgrund der vielen Erfahrungen, die wir selber schon durchlaufen haben. Wenn wir wissen, dass unser Erleben geprägt wird von der Art, wie wir denken, von der Art, wie wir die Welt sehen, wie wir sie emotional wahrnehmen, dann werden wir darauf achten, dass wir sie auf eine heilsame Art und Weise wahrnehmen und nicht schädlich. Das ist hier der Satz, aus diesem Grund niemals schädliche Handlungen zu begehen. Müssen wir uns wieder übersetzen, aus diesem Grund möglichst nie in ein schädliches Denken abzugleiten, ganz zu schweigen von Reden und Handeln. Aber dass wir uns nicht in Sichtweisen verfangen, emotional geprägten Sichtweisen, die dann zu unserem eigenen Gefängnis werden. Daraus entsteht Leid, ist die direkte Folge. Emotional beladene Sichtweisen haben in dem Moment selber, wo sie entstehen, schon Leid zur Folge und führen dazu, dass wir uns entsprechend verhalten mit weiteren Gedanken und mit der Art, wie wir kommunizieren und wie wir physisch handeln. Da
dass immer mehr Leid, immer mehr Stress, immer mehr Anspannung entsteht. Fragen dazu? Ich habe das jetzt so erklärt, als sei das die jetzige Wirkung in diesem Karma. Und nach diesem Text muss ich auch verstehen, dass das im früheren Leben war und das ist für mich schwer annehmbar. Ich finde, es hat schlechte Folgen eigentlich. Also ich habe schon gehört, dass in diesen Ländern blinde Kinder versteckt werden, weil man sagt, die haben ein böses Leben gehabt, dass solche Konsequenzen gezogen werden. Und das andere ist, also so kann man ja auch folgen, dem muss ich nicht helfen, der erlebt jetzt eben sein Karma von früher. Das wäre so ein Missverständnis von Karma, und was völlig das Mitgefühl blockieren würde. Ja, es sind furchtbare Geschichten, die man da manchmal hört. Es wird ja zum Beispiel von Frauen gesagt, es wäre irgendwie ein schlechteres Karma, Frau zu sein, als Mann zu sein. Und es sind ja da alle möglichen seltsamen Interpretationen im Umlauf. Wobei, was gemeint ist, nur nochmal, was gemeint ist, ist tatsächlich frühere Leben, aber es geht darum, wie wir die Welt erleben. Es wird viel zu viel darauf abgehoben, was uns äußerlich passiert. Nein, es ist, wie wir das erleben, was uns äußerlich passiert. Ja, ja. Das ist, wo Karma wirklich reif wird. Karma wird in den Empfindungen reif. Das ist, wie wir die Welt erleben. Da wird Karma reif. Und die zweite? Ja, das sind halt eigentlich zusammen, weil Genwin sagt ja zum Beispiel, oder ich weiß nicht mehr, wer das war, man muss dankbar sein für Schwierigkeiten. Dann kann ich die nicht interpretieren, das ist mein früheres Karma, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, sondern bin ich dankbar, dass ich an diesen Schwierigkeiten mich entwickle. Dann habe ich gutes Karma. Ja. Je mehr Schwierigkeiten, desto besser ist mein Karma. Habe ich mehr Gelegenheit, mich zu entwickeln. Ja, aber ich verstehe es jetzt viel besser. Mit diesem Karma-Begriff wurde schon viel Unheil angerichtet. Wir haben manchmal so auch, ich habe schon meinen Schülern manchmal im Retreat gesagt, bitte benutzt nie das Wort Karma. Lasst es einfach weg aus eurem Sprachschatz. Seid nicht faul. Wenn ihr faul seid, dann benutzt ihr das Wort Karma. Das wird dann so ein Platzfüller für, das ist dein Karma. Das ist so ein Platzfüller für, man will irgendwas ausdrücken, das hast du selbst dir eingebrockt oder irgendwie so. Und lasst doch mal das Wort weg. Was würdet ihr denn dann sagen? Würde ich mir trauen zu sagen, das ist die Folge deines eigenen Handelns? Würde ich vielleicht erstmal noch ein bisschen überlegen. Wenn ich sagen würde, das ist die Folge deines eigenen Denkens, wäre ich vielleicht schon recht nahe dran, aber das würde einen ganz offenen Austausch vielleicht mit sich bringen. Wenn ich sage, das, was du jetzt erlebst, das ist die Folge deines eigenen Denkens, deiner eigenen Sichtweise. Oh, wird der andere sagen, meinst du? Wie denn? Und dann müsste man sich einlassen darauf und müsste man hinschauen, ja, wie habe ich denn dazu beigetragen, dass die Welt sich mir jetzt so darstellt, dass ich entweder in einer glücklicheren Welt lebe oder in einer völlig depressiven Welt. Was ist es denn? Was ist denn mein Beitrag dazu? Dann kommt man dem auf die Spur, was mit diesen Ursache-Wirkungszusammenhängen eigentlich gemeint ist. Also wenn wir uns die Mühe machen, das Wort Karma systematisch zu ersetzen durch Worte aus unserer eigenen Sprache, dann kommunizieren wir ehrlicher. Und das wird sehr hilfreich sein, dieses Wort einfach aufzugeben. Es heißt einfach nur wirken. Das ist dein Karma, heißt, das ist dein eigenes Wirken. Naja, dann will ich wissen, ja, wie denn, was denn? Aber mit dem Sanskrit, weil wenn ich sage, das ist dein Karma, ist die Diskussion irgendwie wie abgeschlossen. Da kann man ja nicht mehr fragen, das ist ja mein Karma. Keiner weiß, was das bedeutet, aber es ist ja nun mal so. Ja, stellt euch vor, ihr habt Krebs. Einige von uns hier im Raum dürften ja schon Krebs gehabt haben. Dann sagt jemand, das ist dein Karma. Hä?
Ha? Woher weißt denn du das, würde ich dann zurück. Welches Denken, welches Kommunizieren und welches physische Handeln hat denn nun bitte schön mal zu diesem Karma geführt, zu diesem Krebs? Weiß man nicht. Vielleicht war es ja gar kein Karma, vielleicht waren es ja irgendwelche Schwermetalle oder elektrischen Felder, elektromagnetischen Felder, was auch immer. Vielleicht waren es auch einfach genetische Dispositionen. Es gibt so viele Möglichkeiten, da kann man nicht einfach sagen, Karma. Es gibt viele Möglichkeiten. Also, den Begriff ersetzen und lieber nachdenken. Ja, Alexander. Ist nicht das Hauptproblem das Wort eigen? Also die eigene Handlung oder das eigene Denken ist nicht gemeint. Es gibt eben immer, Karma bedeutet, es gibt immer eine Ursache der Wirkung. Also wenn eben Krebs vorhanden ist, gibt es dafür eine Ursache. Und diese Ursache lebt eben schon in dem Geist, der sozusagen da mit dem Körper ist. Aber das heißt nicht eigen im Sinne von selbst oder ich, sondern das meint es nicht, dass jetzt auch sozusagen nicht die eigene Sicht, sondern eben die Sicht, die in dir ist, oder? Also es ist nicht die eigene im Sinne von persönlich oder Ich-Sicht, sondern es ist die Sicht, die eben wirkt, die eben sozusagen das so zur Erscheinung bringt. Ja. Aber es ist nicht die eigene Leistung im Sinne eben einer, da ist dann nicht diese Problematik von dem Nichtsein der Nicht mit verknüpft. Ja. Es ist, wie du sagst, ich brauchte eine Weile, um rauszufinden, was du meinst. Aber tatsächlich versteht man Karma nur, wenn man auch das Nicht-Selbst versteht. Also wenn wir verstehen, dass Wirkungen gesetzt werden durch Denken, Sprechen und physisches Handeln, ohne dass da ein tatsächlich vorhandenes Ich dran beteiligt wäre. Es sind Auswirkungen, die in diesem Geistesstrom erzeugt werden, ohne dass es dafür ein tatsächlich existierendes Ich braucht. Was es aber gibt, ist, dass es ein Ich-Gefühl, den Glauben an ein Ich gibt. Und um diesen Glauben an ein Ich, was auch um diese Hypothese eines tatsächlich existierenden Ichs, darum gruppieren sich diese emotionalen Kräfte und so weiter, was wir so normalerweise die karmischen Kräfte nennen. Die Wirkkräfte, die gruppieren sich darum, aber da ist gar kein tatsächliches Ich, das etwas eigen, ein Karma zu eigen haben könnte, besitzen könnte, gibt's gar nicht. Die Kontemplation hier ist für uns als Praktizierende, welche Formen von Denken, Kommunizieren und physischem Handeln möchte ich unterlassen. Mir das wirklich klar zu machen, wie stark die Folgen davon sein können, wenn ich bestimmte Denk- und Handlungsmuster weiter fortsetze. Ungute Handlungsmuster. Und jetzt, das war also jetzt der Spruch zu den niederen Daseinsbereichen, jetzt geht es um die höheren Daseinsbereiche. Die Freuden der drei höheren Daseinsbereiche sind so vergänglich wie Tautropfen auf den Spitzen der Gräser. Sie zerrinnen von einem Augenblick zum nächsten. Aus diesem Grund die unwandelbare höchste Befreiung anzustreben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Die Freuden, das sind die Sinnesfreuden. Und das sind die geistigen Freuden auch der meditativen Versenkungen, die noch nicht das Erwachen sind. All diese verschiedenen Freuden der höheren Daseinsbereiche sind, genau wie alles andere, Prozess. Vergänglich. Dauern nicht an. Wenn etwas auch noch so schön ist, aber nicht bleibt, ist es für uns dann trotzdem das höchste Lebensziel oder würden wir nicht vielleicht nach bleibendem Glück, nach bleibenden Freuden suchen? Es würde mehr Sinn machen, oder? Es wäre also zu schauen, wie kann man denn eigentlich dauerhaft oder immer wieder glücklich sein?
Man kann sich sogar die Frage stellen, selbst wenn ich Leid erfahre, wie kann ich dann im Leiden glücklich sein? Gibt es das? Ist das möglich? Naja, du nix, ne? Das ist möglich. Es ist möglich. Und zwar, wenn wir uns den inneren Qualitäten des Erlebens zuwenden, dann können wir selbst bei widrigen äußeren Umständen innerlich frei sein. Frei von Leid, frei von Enge und deswegen glücklich. Das nennt man Erwachen. Das ist, worum es eigentlich geht. Das ist nicht mehr die bedingte Freude, also eine Freude, die Auslöser hat, weil uns etwas Schönes passiert. Das ist die nicht bedingte Freude, die unabhängig von äußeren Umständen ist, von äußeren Bedingungen. Das ist die Offenheit, die natürliche Offenheit, so wie der Geist halt ist, wenn er entspannt und offen ist. Und das ist immer da. Deswegen darf man da sagen, ja, das ist die nicht bedingte, die unwandelbare Freude, weil sie immer da ist und sich sofort zeigt, wenn kein Greifen da ist, wenn keine Anspannung da ist, dann zeigt sich diese innere Offenheit. Immer wenn die Ich-Bezogenheit abtritt, wenn sie abwesend ist, dann zeigt sich das. Und das ist so, was man oft das Ziel der Dharma-Praxis nennt, in diese große non-duale Freude einzutreten. Auch einfach frei sein von Leid genannt. Frei sein von aller Enge. Und das ist jederzeit möglich. Egal bei welchem Wetter, egal in welchem Alter, egal ob gesund oder krank, egal ob alleine oder in Gesellschaft, ist nicht von diesen Bedingungen abhängig. Das Einzige, was es dafür braucht, ist Bewusstsein. Gewahrsein. Es ist die Natur des Gewahrseins, so zu sein. Bei diesem Vers 9 kommt es einem so vor, dass die Freuden der höheren Daseinsbereiche so ein bisschen abgewertet werden, weil sie ja so vergänglich sind wie Tautropfen auf einem Grashalm. Da muss man dazu sagen, im Licht der Sonne, wenn die Sonne scheint und die Tautropfen verdunsten lässt, dann vergehen die ganz schnell. Da gibt es unterschiedliche Ansätze in den buddhistischen Schulen. Jetzt die Schule, zu der ich gehöre, in der ich gelernt habe, die sagt, ja, du kannst dir bewusst sein, dass sie so vergänglich sind wie Tautropfen im Sonnenlicht und du kannst dich an den Freuden so freuen, wie du dich am Tautropfen im Sonnenlicht freust. Du bist dir also voll gewahr, dass es sich nicht um ein bleibendes Phänomen handelt und freust dich, dass diesen einzigartigen Moment jetzt zu erleben, ohne Anhaftung. Wir können lernen, uns ohne zu greifen, zu freuen. Das wollte ich noch dazu sagen, weil sonst bei diesem Vers so ein bisschen ein Geschmack bleiben könnte von irgendwie einem die freudigen und glücklichen Momente des Seins madig zu machen. Darum geht's nicht, sondern nur darum, bewusst zu sein, dass auch die sich sofort wieder in anderes wandeln, dass auch die sich ändern, dass sie von Bedingungen abhängig sind. Und dann sich im Erleben dieser Freude, zum Beispiel jetzt, einfach die Freude, hier zu sein, bewusst zu sein, natürlich weiß ich, dass die Situation sich ändern wird, aber ich kann diese Freude, diese Offenheit des jetzigen Geistesmoments wie so als Sprungbrett benutzen, um in eine tiefere Dimension der Freude zu kommen, die gar nicht mehr von der jetzigen Bedingung abhängig ist. Man kann also die bedingte Freude als Sprungbrett für die nicht bedingte Freude benutzen. Versteht ihr, was ich meine? Denn es ist schon ein relativ offener Geisteszustand, die bedingte Freude. Sie macht es uns etwas leichter, in den noch offeneren Geist hinüberzuwechseln. Also nicht, dass da jemand irgendwo hinwechseln würde, sondern nur, dass wir die Enge, die noch in der bedingten Freude ist, da ist nämlich noch so ein bisschen Greifen, noch so das Subjekt-Objekt-Gefühl, dass auch das noch sich lösen kann.
Und jetzt der letzte Vers für heute. Wenn meine Mütter, die mir seit anfangsloser Zeit Liebe entgegengebracht haben, leiden, welchen Sinn hat dann mein persönliches Glück? Aus diesem Grund den Geist des Erwachens hervorzubringen, um die endlos vielen Lebewesen zu befreien, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Die persönliche Befreiung, das persönliche Glück, ist ja schön und gut, aber wenn ich in der Befreiung gewahr werde, dass andere um mich herum sie noch nicht mit mir teilen, noch nicht dieses Glück erfahren, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Den anderen zu sagen, Pech gehabt, um meinen Weg weiterzugehen, oder zu sagen, oh, warte mal, komm, wir machen das gemeinsam. Lass uns mal schauen. Ich kenne da eine Erfahrung, guck mal, so und so geht das. Und dann einfach den Dharma zu teilen, also den Weg zu teilen, wie man in diese Offenheit hineinfindet. Das sind so grundlegend die beiden Möglichkeiten, die ich da habe. Und klar ist der Bodhisattva-Weg ein Weg, auf dem wir sagen, unser persönliches Glück ist nicht das Ziel des Weges. Es geht darum, dass alle glücklicher werden, freier werden und schlussendlich ganz befreit werden, dass alle erwachen. Das können wir uns direkt hier so vorstellen, wenn wir im Saal sitzen und uns vorstellen, wir stellen uns mal vor, wir wären erwacht. Da freier Geist, ein ganz völlig freier Geist. Und wir würden uns dann umschauen und merken, dass andere nicht in diesem Geisteszustand sind. Dann wäre es doch ein natürliches, dass wir sagen würden, hey, du, wach auf, hey, das geht auch anders. Ja, wir würden versuchen, das Tolle, was wir gefunden haben, zu kommunizieren. Das wäre doch die natürliche Reaktion. Umso mehr, als wir die anderen vielleicht als unsere Freunde betrachten. Und deswegen steht da, dass wir einander als unsere ehemaligen Mütter betrachten. Aus früheren Leben. Dass ihr alle schon meine Mutter wart und ich war eure Mutter und dass wir uns alle schon so tief verbunden waren, dass wir uns eigentlich als die besten Freunde betrachten können. Wenn wir das wüssten, wie oft wir uns schon getroffen haben in früheren Leben, dann würden wir sagen, naja, also bei der Intensität und Intimität, die wir schon miteinander geteilt haben, da möchte ich nicht alleine erwachen, ich möchte, dass du das auch teilst. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr die Lösung für eine Krankheit gefunden habt? Endlich funktioniert eine Behandlung und ihr seid geheilt. Und dann trefft ihr jemanden, der euch nahe steht und der hat genau dieselben Symptome, scheint dieselbe Krankheit zu haben. Was macht ihr? Ihr erzählt doch sofort davon, was euch geholfen habt, oder? Ist doch sofort, ist doch ganz natürlich. Und genauso ist das auch mit dem Dharma. Es ist doch das Natürlichste der Welt, dass wir das mit anderen teilen, was uns selbst hilft. Das ist doch ganz selbstverständlich. Da kann man doch nicht dicht machen. Es geht nicht. Wenn man selber den Dharma für sich erfährt, dann sagt man, oh Mann, dass ich das nie gesehen habe, dass ich es nie verstehen habe, wie einfach das eigentlich ist. Und meine Güte, die anderen sehen es ja auch nicht. Das ist sozusagen fast der zweite Gedanke. Man sagt, oh Mensch, und es ist so leicht. Und eigentlich ist es jedem möglich. Mensch, ich muss denen das sagen. Und dann merkt man, es ist ein bisschen schwieriger, als es einfach nur zu sagen. Das ist, wo Bodhisattva-Aktivität anfängt. In diesem Erkennen für sich selbst, wie es ist. Und dann der ganz natürliche Impuls, Mensch, das muss ich mit den anderen teilen. Und dann, mit der Zeit, kommt so ein bisschen Realismus rein und man merkt, wie schwierig das ist, anderen das zu zeigen oder das mit ihnen zu teilen. Und dass es genau wie für mich selbst einfach gute Umstände braucht, um zu praktizieren, um dieses Vertrauen zu entwickeln. Und dass es viel Zuwendung braucht, viel Unterstützung, viel Inspiration.
Aber darum geht's. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ja. Und wie unterscheidet sich das vom Moment des Missionarischen, was wir erkennen aus der Geschichte, was ja auch gefährlich ist? Ja, das entscheidet es dadurch, dass man ungefragt nicht den Mund auftut. Das ist so eine der goldenen Regeln, also für Mönche im Buddhismus ist es sogar eine Mönchsregel, dass man ungefragt nicht den Dharma erklärt. Deswegen gibt es keine Mission bei den Buddhisten, oder sollte sie zumindest nicht geben. Also das ist so etwas Wunderbares. Ich halte mich da immer dran. Also es gibt Ausnahmen. Die Ausnahme ist, es besteht schon so ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und der anderen Person, dass die andere Person davon ausgeht, auch wenn sie nicht fragt, dass ich ihr schon alles sage, was hilfreich ist. Dann darf man, dann ist okay. Ja, es geht in diese Richtung. Also wenn ich merke, dass der andere sich eben nicht als krank fühlt, obwohl er die gleichen Symptome hat, dann schlüpfe ich ihm nichts aus. Genau. Genau. Darum geht es ja. Respekt. Aber man darf natürlich sagen, du, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist sehr ähnlich wie das, was ich erlebt habe. Würde es dich interessieren, wie es für mich damit weitergegangen ist, wie ich damit umgegangen bin? Man kann ja so fragen, ob dann das Interesse wach wird. Aber tatsächlich gibt es viele, die sich da schlichtweg nicht für interessieren. Ja. Bist du angeschmiert als Bodhisattva? Das Bedrückende ist, es ist schön, dass wir miteinander lachen, aber ich kenne das ja auch. Es kann einem passieren, dass man in der eigenen Familie, dass nie jemand danach fragt. Nie jemand Interesse hat danach. Und das sind die Menschen, die uns so am Herzen liegen. Und wir würden so gerne. Und man braucht nur einen Mund aufzumachen und völliges Desinteresse. Was kommt im Fernsehen? Ich habe mit meinen Eltern fast kein Wort Dharma austauschen können. Es ist also ganz so einfach nur durch meine Haltung ist sicherlich was rübergekommen. Haben gemerkt, wie ich mich verändert habe, aber wirklich sprechen drüber, was ich erlebe, was ich praktiziere und so. War leider nicht möglich, obwohl es eigentlich recht weltoffene Menschen waren. Vielleicht geht euch das ja auch so. Und dann gilt es, das zu akzeptieren. Sonst gibt's Streit. Wenn wir anfangen zu missionieren, gibt's nur Streit. Das waren die ersten 10 Verse vom Bodhisattva ABC-Schützen. So Almanach. Für die Grundschule. Sehr anspruchsvoll, ne? Das ist erst der Anfang, jetzt geht's dann so richtig los. Es wäre noch Zeit für eine Frage von meiner Seite aus. Gibt's noch etwas? Das ist keine Frage, aber wie gesagt, sehr anspruchsvoll. Ich möchte mich auch irgendwie mitteilen, wie sehr mich das bereichert heute Abend, auch deine Erläuterung. Als ich angefangen habe, diese Texte zu lesen, ich gemerkt habe, wie verschlossen mir das bleibt, wie abstrakt. Auch wenn ich mir das eine oder andere darunter vorstellen konnte, ist es doch etwas, was mich nicht inspiriert, in dem Maße, in dem ich das heute Abend erlebe. Dafür möchte ich dir meinen Dank machen. Oh, danke dir, dass du sagst. Das erinnert mich jetzt daran, dass ich eigentlich noch mal kurz eine Zusammenfassung euch geben wollte. Ganz kurz, lasst uns mal schauen, wie wir das in die Praxis umsetzen können. Vers 1. Tief kontemplieren, wie kostbar das eigene Leben ist und wie dankbar wir sein können. Und das dann umsetzen in einen Entschluss, diese kostbare Chance wirklich zu nutzen. Das ist der erste Vers. Der zweite Vers ist das Entwickeln dieser tiefen inneren Entschlossenheit, aus den altvertrauten Mustern auszusteigen. Das ist unser Heimatland. Die altvertrauten Muster zu verlassen. Also die schädlichen Muster. Der dritte Vers ist eine Kontemplation darüber,
wie kann ich dadurch, dass ich mich geschickt zurückziehe von dem, was mir nicht gut tut, mehr Frieden in mein Leben hineinbringen? Wie kann ich mich auf gute Weise vom Unwichtigen und Ablenkenden, Aufwühlenden zurückziehen und mich dem Wesentlichen zuwenden? Und der vierte Vers vertieft das nochmal und checkt alle Aktivitäten, die wir tun, mit dem eigenen Tod ab. Also vergleicht, was ist angesichts des Todes, eines möglichen baldigen Todes oder überhaupt meiner Sterblichkeit, was ist da eigentlich wichtig? Was ist überflüssig und worauf kommt es wirklich an? Der fünfte Vers gibt uns Maßstäbe an die Hand, woran wir erkennen können, ob eine Situation oder eine Freundschaft für uns hilfreich oder schädlich ist. Können wir hinschauen, ob unsere Praxis des Dharmas, also ob hier steht Hören, Kontemplieren, Meditieren, damit ist gemeint, wie ist es mir möglich, mit den Herzensqualitäten verbunden zu sein? Wie ist es mit Liebe und Mitgefühl? Wachsen die oder nehmen die ab? So, dass diesen Maßstab immer wieder anzuwenden und zu merken, das ist es, worum es geht. Geht mein Herz auf oder geht es zu? Und daran kann ich spüren, ob mir etwas gut tut. Vers 6 lässt uns den Wert wahrer Freunde kontemplieren. Insbesondere von Freunden im Dharma, Freunden, die uns auf dem Weg des Erwachens unterstützen. Vers 7 lässt uns die wahre Zuflucht kontemplieren. Wo ist sie zu finden? Vers 8 ist die Kontemplation der Folge von schädlichem, nicht heilsamem Denken und Handeln. Und Vers 9 ist die Kontemplation der Vergänglichkeit auch der subtilsten Freuden, die wir im Daseinskreislauf erfahren können, um nicht an ihnen festzuhalten, um uns aus dem Greifen danach zu befreien. Und Vers 10 ist die Kontemplation wahren Mitgefühls, dass es ja nicht nur um meine eigene Befreiung geht, sondern darum, das, was mir gut tut, auch mit anderen zu teilen. Der Beginn des Bodhicitta. Ja, dein Dank hat das nochmal ausgelöst, dass ich das nochmal ein bisschen zusammenfassen wollte, das sind ja eigentlich 10 Kontemplationen, die wir heute gelernt haben, ja? 10 Schritte. Sag mir gerade den Anfang, wie heißt der Anfang von Vers 8? All die Leiden der Minderen. Ja, da kontemplieren wir, wie bestimmte Formen des Denkens, Kommunizierens und Handelns zu Leid führen. Was sind die Ursachen von Leid? Ja, genau. Also eigentlich 10 Kontemplationen, denen wir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken können. Wir brauchen sie nicht alle hintereinander wegzumachen, sondern so mal die eine, mal die andere.